Der ehemalige Goldman Sachs-Manager und jetzige EZB-Präsident Mario Draghi hat sehr offen und sehr ehrlich Folgendes formuliert. Zitat: Das europäische Sozialmodell ist Vergangenheit. Die Rettung des Euro wird viel Geld kosten. Das bedeutet, vom europäischen Sozialmodell Abschied zu nehmen. Zitat Ende. Weder die Bürger noch die Parlamente noch die Politiker sind ob dieser Entscheidung, die hier offensichtlich ganz von oben getroffen wurde, je gefragt worden. Es ist eine einsame Entscheidung und sie ist leider Wirklichkeit. Leben wir schon in einer Diktatur? Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Wenn ich mir dieses Zitat von Draghi, und du hast es herausgestellt, ansehe oder lese, dann stellt sich ja in der Tat die Frage, ist das, was wir hier im Augenblick erleben und was politische Wirklichkeit geworden ist, noch mit Demokratie als Begriff, als Idee, als Herrschaftsform noch wirklich abgebildet oder sind wir schon ganz woanders? Ich denke, das hat schon länger angefangen, aber seit der Krise und der dann folgenden Rettung wurde die Demokratie in allen Ebenen, in ganz Europa, auch in der Welt, völlig ignoriert. Es ging immer nur darum, dass die Banken und die hinter den Banken stehenden wirklich reichen, dass die keinerlei Verluste erleiden und dass eine große Umverteilung stattfindet. Und das ist halt ein Problem. Wenn man etwas machen will, was 90% der Bevölkerung absolut schadet, dann muss man Demokratie außer Kraft setzen. Das hat man in Griechenland gemacht, das hat man in Spanien gemacht, das hat man in Deutschland gemacht. Ich könnte verschiedene Beispiele bringen. Das hat man auch in den USA gemacht und so weiter, in Irland, ja. Also, und es ist messbar. Du weist in deinem großartigen Film darauf hin, dass die Verschiebung von, was der Masse der Menschen zu dem immer wenigeren schon jetzt ganz dramatisch ist und dass durch die Krise sich das Eigentum genau derjenigen, die vor der Krise schon am meisten hatte, nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle war. Also für diese Kreise war das alles andere als eine Krise. Ja, das ist tatsächlich so. Eigentlich, wenn es nach Marktgesetzen, man sagt ja, wir leben in einer Marktwirtschaft, gegangen wäre, dann hätten die ordentlich verlieren müssen. Also man geht ja von einem Verhältnis aus, das wird auch im Film erwähnt, von einem, der es wissen muss, dass sozusagen, also es gibt 20 Mal mehr Derivate als das Weltinlandsprodukt, also 20 Mal mehr Wetten, spekulatives Geld als das Bruttoinlandprodukt, dessen, was Der gesamten Welt. der gesamten Welt was produziert wird. Das heißt, in der Krise wäre eigentlich ein Großteil dessen, was da an Reichtum bei den Reichen ist, wäre einfach weg gewesen, wenn nicht die Staaten, wenn nicht künstlich eingegriffen worden wäre. Die hätten einen Riesenverlust machen müssen und das wäre normal gewesen. Also wenn wer hier eine Firma hat in Deutschland, eine ganz normale Firma, ich habe eine, aber auch es gibt ja nicht nur den Bäcker, es gibt größere Firmen. Wenn die bankrott gehen, ja, dann passiert genau das, dass sie dafür zahlen müssen, dass sie haften müssen. Aber nein, bei den Banken, die ja letztlich nur das Geld der reichen Leute verwalten, da ist das anders gewesen. Die haben keinen Verlust erlitten durch diese Rettungsaktion. Im Gegenteil, man kann sagen, die Reichen hatten vor der Krise hatten sie ungefähr dreimal so viel wie das Weltinlandsprodukt an Reichtum. Ja? Jetzt haben sie schon fast fünfmal so viel. Also die Krise hat sich gelohnt. Die hat sich gelohnt, ja. Der Untertitel bei deinem Film Wer rettet wen heißt doch die Krise als Geschäftsmodell. Natürlich, ja. Und das ist etwas, was
wo man wirklich den Haken dran machen kann. Ja, es ist ein geniales Geschäftsmodell. Nochmal zu dem Thema Demokratie. Also du hast es, finde ich, großartig in dem Film geschafft, den spanischen Finanzminister relativ lang, ganz offensichtlich, er ist mehrfach eingeschnitten, zum Interview zu bewegen. Und du sprichst ihn beispielsweise auf das Thema Troika an. Mhm. Sprichst ihn an auf die Frage, wie das ist, wenn Menschen, die keinerlei demokratische Legitimation haben und über ganze Völker und Staaten und Gesellschaften entscheiden, ohne dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden zu können. Und jetzt stellt er sich hin, dieser Finanzminister, und findet das großartig. Er sagt, ich bin froh, dass die mich kontrollieren und die mir sagen, wo es lang geht, wo ich denke, was geht in so einem Kopf vor, dass jemand, der als Finanzminister eines Landes für dieses Land verantwortlich ist, für die Menschen in dem Land und glücklich ist, wenn er von Geldhaien im Prinzip, die man gar nicht anders bezeichnen kann, kontrolliert, gesteuert und wird und Befehle in Empfang nimmt. Ja, interessant ist auch, wie wir zu dem Interview kamen. Ja, okay. Wir haben einfach gesagt, wir kommen aus Deutschland. Ja? Ja. Wir sind ein Filmteam aus Deutschland und wir wollen gerne von ihm wissen, wie er mit unseren Krediten haushaltet, was er macht, damit wir unser Geld, wir Deutschen unser Geld zurückkriegen. Ja. Das wird ja populär so erzählt. Ja, klar. Und er ist voll drauf angesprungen. Er hat sich wirklich wie so ein Untergebener, der Geldgebener. Und fleißig war er bemüht zu sagen, wie er das macht, damit die Ansprüche der Geldgeber befriedigt werden. Ja. Ja. Er hat gesagt, ja, stellen Sie sich vor, in einem Jahr habe ich 400.000 Beschäftigte im öffentlichen Dienst entlassen. Ist das nicht eine großartige Leistung? Ja, aus der Sicht der Geldgeber natürlich. Ja, aber was ist das für die Menschen, die ihn gewählt haben? Das ist unglaublich. Ja. Er geht hin und sagt, ich finde es großartig, dass die Troika hier eigentlich bestimmt, ja, dass der IWF bestimmt und er ein kleines Würstchen das nur noch ausführen darf. Ja. Ja. Aber er wurde doch gewählt eigentlich. Also die Demokratie ist da völlig ad absurdum abgeschafft. Ja, ja. Und deswegen ist Spanien auch ein total interessantes Land für uns, weil ja im Mai 2011 es eine Bewegung gab damals, wo sich junge Leute, aber auch verschiedene, auf den zentralen Plätzen der Städte, die M11-Bewegung, und die haben gesagt, wir brauchen eine neue Demokratie, eine wirkliche Demokratie. Und das ist eine ungeheuer starke Kraft inzwischen in Spanien, die sich überall in die kleinen Bereiche, die ist nicht mehr nur auf den zentralen Plätzen geblieben, in allen kleinen Bereichen arbeiten die, wenn es darum geht, dass die Krankenhäuser privatisiert werden, bilden die Komitees, wenn jemand aus seiner Wohnung geworfen werden will, bilden sie Komitees und so weiter. Und es findet ein unheimlich schöner Prozess Demokratie von unten in Spanien statt. Sehr vorbildlich, könnte man auch noch vertiefen, also wo die Demokratie oben, also die offizielle, völlig dahin gegangen ist. Ja. Also diese zweite Aussage, die du gerade zitiert hast von dem Finanzminister, sein Stolz über 400.000 geschaffene Arbeitslose, da habe ich auch gedacht, in einem Jahr, wie kann man sich vor eine Kamera hinstellen und so etwas auch noch voll Begeisterung und vortragen. Also er ist wirklich nur ein Puppenspieler des großen Geldes und fühlt sich auch noch wohl in dieser Rolle. Also es ist schon eigenartig. Wir kommen auf das Thema Spanien nochmal, weil dein Ausgangspunkt Griechenland gewesen ist. Mhm. Und beziehungsweise der eigentliche Ausgangspunkt, du hast das schon ganz am Anfang kurz angesprochen, Finanzprodukte sind, die mit der
realen Wirtschaft und der realen, den realen Leistungen gar nichts zu tun haben. Jetzt gab es ja in den USA durchaus ganz auch verantwortungsbewusste Menschen, die dagegen gehalten haben, gesagt haben, hier muss man höllisch aufpassen, das sind Dinge, die todgefährlich sind. Aber insbesondere eine Frau, die sich da in besonderer Weise engagiert hat, die sind aber nicht gehört worden. Mhm. Naja, es ist immer so, dass man halt nur von USA vielfach in Deutschland so dunkle Vorstellungen hat, ja. Aber tatsächlich ist es so, der Hauptkampf, ob jetzt dereguliert wird, ja, das ist der Punkt. Das ist der Schlüsselbegriff. Genau. Also man kann sagen, bis 1980 ungefähr waren ja, wenn man es jetzt auf die Banken bezieht, zum Beispiel Bankangestellte, Bankbeamte. Es gab ganz strenge Regulierungen, was sie durften, was sie nicht durften. Ja. Also eine Spekulation wie heute, das war undenkbar. Unmöglich, ja. Undenkbar. Und das hat sich grob angefangen zu ändern, aufzuweichen, als unter Reagan, wir kennen ja Ronald Reagan, die etwas älteren von uns, der Schauspieler hatte ja einen Finanzminister, der ihm wirklich, das sieht man oft in Filmen, ihm souffliert, ja, während er da redet. Und das war der Chef von Merrill Lynch. Den hat er sich zum Finanzminister gemacht. Und der hat dann dafür gesorgt, dass die wesentlichen Gesetze, die Banken in enge Schranken verwiesen haben, einfach gekippt wurden, ja. Das ist ein bisschen komplizierter als es jetzt später erstaunlicherweise unter Bush gab es dann wieder eine Verbesserung aus unserer Sicht, weil nämlich nach Reagan hat es viele Banken gegeben, die im Jahr ihr Kapital verdoppelt haben und das ist typisch, nach 7, 8 Jahren sind sie alle pleite gegangen. Das gab eine riesen Bankenpleite in den USA und dann ist man so erschrocken, dass man wieder das Rad zurückgedreht, ja, hat, großteils. Und da gab es ganz starke Kräfte, demokratische und verantwortungsbewusste Kräfte, die dafür gesorgt haben. Nicht, weil das der Herr Bush, der Ältere, war, sondern weil es wirklich eine starke demokratische Kraft in den USA gab. Nur als dann Clinton dran kam, und der hat ja Robert Rubin aus Goldman Sachs, ja, auch zum Finanzminister gemacht. Und ja, er hat noch so ein paar andere ganz schöne Köpfe aus der Finanzwirtschaft in seinem Kabinett gehabt. Und die haben dann Tabula Rasa gemacht. Die haben, ja, man kann es kurz sagen, die Brooks-Liborne war halt der Leitstern derer, die für die Regulierung waren. Die hat gewarnt, vor allen Dingen gegen die Kreditausfall-Swaps, ja, ja. Die sind hochgefährlich, damit geht alles kaputt, sagte sie, aber die wurde einfach platt gemacht, ja. Und es waren dann, das ist das Interessante auch, aber auch nicht wirklich Überraschende, Demokraten und Republikaner gleichermaßen, die dann in dieser Frage völlig idiotische und gefährliche Finanzprodukte zuzulassen, an einem Strang gezogen haben. Also die, das ist jetzt nicht parteispezifisch, du hast Clinton erwähnt, also da waren die eine wie die andere Partei gleichermaßen mit im Boot. Naja, das ist aber so ähnlich wie in aller Welt, das ist wie, ja, in Deutschland. Auch die Sozialdemokraten in Deutschland, die hatten spätestens mit Schröder gelernt, dass wenn man was werden will, haben sie geglaubt, dann muss man sich dem großen Kapital prostituieren. Dann muss man, und damit das große Kapital kommt, muss man ja alle Beschränkungen aufheben. Da muss man ihm alles, was stört, die ökologischen Gesetze und die Arbeitsgesetze, ja, das muss man alles aufheben, die Beschränkungen. Und dann hofft man, ne, also so ist das, dass das große Geld kommt. Und das ist auch das, was die Mehrheit der Sozialdemokraten bis heute, ja, nicht nur die CDU, ja, glaubt oder die FDP. Und so war das auch in den USA. Ja? Du hast in deinem Film, weil du das gerade ansprichst, ein längeres Statement oder Rede von den Arbeitgebern von Steinmeier drin. Die ist genauso peinlich
wie die dieses spanischen Finanzministers, bei der er wirklich darum buhlt, in Beifall zu bekommen von dem großen Geld mit dem Abbau von Sozialleistungen und Steuersenkungen und also all die Dinge, die letztendlich seinem Klientel, von dem man meint, dass es sein Wahlklientel ist, nur Schaden angerichtet haben. Da stellt er sich hin und ist stolz, dass er, und dann kriegt er auch natürlich Beifall, weil er so brav seinen Job fürs Großkapital gemacht hat. Es ist Prostitution, ja. Also ja, es ist wirklich, das ist unglaublich, ja. Und es ist auch viel Lüge dabei, ja. Ja. Also Sie haben ja ein anderes Klientel, du sagst es, ja. Ja. Sie haben ein anderes Klientel, aber wenn Sie dann vor den Arbeitgeber sind, dann sind Sie stolz, was Sie alles geleistet haben, um die Arbeiter, um ihre Rechte zu bringen, ja. Ja? Das Thema Derivate, in dem Film tritt ein Experte auf, der in dieser Richtung viele Jahre tätig gewesen ist, dem Ganzen heute, also ich sag mal, aufgewacht ist, jetzt verantwortungsbewusst mit dem auch umgeht, was er selber mal gemacht hat. Und du hast diese Relation schon angesprochen. Das wird in der Grafik schön deutlich. Wir haben irgendwo 3% reale Wirtschaft und 97%, also im Bereich des Geldvolumens, an Derivaten. Da sind wir natürlich in einer völlig wahnsinnigen Relation, weil das ja mit dem, was wir erarbeiten können, was du an Büchern oder Filmen machen kannst, was irgendjemand, der hier so einen Tisch oder so ein Glas oder so eine Uhr herstellt, das sind ja reale Produkte, überhaupt nichts mehr zu tun hat. Es ist eine reine Kunstgeschichte, die im Übrigen auch unter der sozialdemokratischen Regierung Hans Eichel eingeführt wurde. Da wurden die auch in der BRD erlaubt und zugelassen. Anstatt, die waren ja auch jahrelang verboten hier, jetzt sind sie sogenannte fortschrittliche Finanzprodukte und treiben uns in den Ruin. Ja, ja. Also das ist, wenn man es jetzt einfach nur mal an einem Beispiel erklärt, an dem Kreditausfallswap, ja. Bis Schröder und Fischer an die Regierung kamen, viele hatten ja Hoffnung, auch ich ein bisschen, in diesen Herren, ja. Diese Herren, ja, dass da vielleicht ein bisschen sich was bewegt. Aber was haben sie gemacht? Sie haben die Hedgefonds erlaubt, sie haben die Nutzung von Derivaten erlaubt und der Kreditausfallswap. Bis dahin war es eben so, bis Schröder, dass halt eine Bank, wenn sie einen Kredit vergeben hat, musste sie immer eine Sicherheit zurückhalten. Wenn du für 5 Jahre einen Kredit gibst, dann musst du nach 5 Jahre lang, solange bis der Kredit zurückgezahlt wird, als Bank musste man bis dahin die Sicherheit haben. Und erst wenn der zurückgezahlt ist, dann konnte man einen neuen Kredit geben. Das war bis Schröder so. Ja. Nach Schröder und Eichel und nach seiner Deregulierung ist es so, dass man einfach, und das ist auch heute noch so, wenn die Bank einen Kredit vergibt, dann versichert sie ihn mit einem Kreditausfallswap. Also ja. Derivate sind immer eine Art Versicherung. Ja? Ja. Aber naja gut, könnte man auch drüber reden, warum sie sich nicht an Versicherungsgesetze halten müssen. Das sagt unser Satyajit Das, der Experte. Ja. Da ist man einfach Anwälte-Shopping gegangen. Ne? So lange gesucht, bis man genügend Anwälte in der Welt gefunden hat, die gegen Geld bezeugt haben. Das sind keine Versicherungen, also braucht man auch nicht die strengen Versicherungsauflagen machen. So, also mit einem Derivat versichert man den Kredit, dann ist er ja kein Risiko mehr, dann kannst du sofort einen neuen Kredit vergeben und wenn man genug hat, bündelt man die zu einem Papier und verkauft sie weiter. Und man hat sofort, das geht innerhalb eines ein paar Stunden, hat man das Geld wieder zurück als Bank und kann beliebig viele, das geht immer weiter. Man kann exponentiell Kredite vergeben. Bis dahin war es einfach so, dass nur die Zentralbanken Geld schöpfen konnten. Aber seither kann jede beliebige private Bank Geld schöpfen, ohne Ende. Ja. Na gut, dass das nicht gut gehen kann, das kann sich vielleicht jeder auch am Wohnzimmertisch vorstellen. Ja.
Kommen wir nochmal zurück, weil das ein zentrales Thema auch in dem Film ist, um dann deutlich zu machen, wer hier eigentlich wen rettet, zum Fall Griechenland. Hier haben wir ja eine Situation, wo auch dieses Demokratiethema in besonderer Weise einfach nur krass wird. Ein gewählter griechischer Ministerpräsident stellt in Aussicht, eine Volksabstimmung vorzunehmen und das Volk über eine ganz bestimmte Frage entscheiden zu lassen. Und was passiert dann? Dann ist er plötzlich weg. Ja, das war im Herbst 2011. Da stand das zweite sogenannte Rettungspaket. Ja. Also angeblich sollten damit nun endgültig die Griechen gerettet werden an. Und da hatte dann auch Andreas Papandreou endlich kapiert, das kann man wirklich so sagen, vorher hatte er es gar nicht verstanden, was das bedeutet, dass das eigentlich letztendlich etwas ist, was sein Land endgültig in den Abgrund schieben wird. Ja? Also man hat gesehen, diese 100 Milliarden, die noch zusätzlich gegeben werden, die fließen alle, das war schon bei den ersten so, 100 Milliarden, die fließen gar nicht nach Griechenland, sondern die gehen alle nur an die Kreditgeber. Das hat er gesehen und das wird bei dem zweiten, sollte das noch schlimmer werden, weil man dann auch mit einem sogenannten Memorandum Griechenland darauf festgelegt hat, bestimmte Dinge zu tun, nämlich die öffentlichen Dienst zu suspendieren, also die Hälfte der Leute rauszuhauen, die ganze Sozialversicherung abzuschaffen. Die ganze Sozialversicherung, die öffentliche, wurde praktisch ruiniert. Seither sind die Hälfte der Krankenhausärzte zum Beispiel gar nicht mehr in Griechenland. Ja. Okay, solche schönen Dinge hat man dem griechischen Volk oktroyiert. Privatisierung spielt auch schon eine Rolle? Eine Privatisierung, ja. Selbstverständlich. Ja, es wurde ein Privatisierungskomitee, sollte mit dem Memorandum eingesetzt werden, wo die Griechen eigentlich nichts zu sagen haben, sondern nur die Troika, ja. Und wo Küsten, wo alle Flughäfen und so weiter verkauft werden sollen. Und das hat er kapiert und hat gesagt, da wollen wir doch dann lieber das Volk beraten, das kann ich eigentlich so nicht verantworten. Und dann hat es keine zwei Wochen gedauert und dann wurde er auf Betreiben von Frau Merkel und Herrn Sarkozy im Europarat abgesetzt. Wobei man halt sagen muss, der Europarat ist ein Gremium, also wenn es interessiert, kann man das genauer machen, was völlig ungesetzlich ist. Da gibt es keine gesetzlichen Regeln dazu. Das ist völlig willkürlich, was da passiert, wo die sich treffen. Jenseits allen demokratischen Regelungen. Und da wurde der dann abgesetzt. Ja. Aber wie kann ein solches Gremium, ich meine, faktisch passiert das dann eben in dieser EU-Finanzdiktatur. Wie kann ein Europarat einen gewählten Ministerpräsidenten, der ja nicht von, der müsste ja vom griechischen Parlament abgesetzt werden, aber müsste. Und ich meine, was einem dann natürlich völlig schleierhaft ist, warum sagt das griechische Parlament nicht, tickt ihr noch richtig? Wir haben den gewählt, das ist unser Ministerpräsident, der bleibt. Ja, das haben wir ja jetzt vor kurzem wieder erlebt, als tatsächlich doch eine Regierung mit Syriza gewählt wird, die versuchte, einen Aufstand gegen diese Schuldendiktatur. Ja. Und man kann einfach, man hat da doch, wenn man es sehen wollte, gesehen, dass auch diese Regierung einfach die Pistole auf die Brust gehalten wurde. Wenn ihr nicht unterschreibt, und zwar alles unterschreibt, dann fließt kein Geld. Ganz einfach. So ist das. Und das Geld ist einfach mächtiger als jede Demokratie. Und damals bei Papandreou war das ganz genauso. Da hat man gesagt, wenn du nicht zurücktrittst, dann ist Griechenland im nächsten Moment pleite. Und das werden sie dir sozusagen anlasten. Ja. Und gleichzeitig ist man hingegangen und hat die Parlamentsfraktionen, die damals regierten, die hat man
das Memorandum unterschreiben lassen. Das ist das Interessante. Dann darf man sich nicht wundern, also das Memorandum, diese Zwangserklärung, was alles mit Griechenland, da mussten die Spitzen der Fraktion für die Fraktion unterschreiben, dass sie diesem Memorandum folgen, und sie mussten sogar garantieren für jeden Abgeordneten, dass er dementsprechend stimmt. Das ist wirklich so etwas von Verballhornung eines Parlaments, hat es eigentlich bis dahin noch nirgendwo gegeben. Ja? Also faktisch ist es so ein Putsch. Ja, natürlich. Es ist ein Putsch. Es ist schlicht und ergreifend ein Putsch. Da wird ein EU-Technokrat, ein Goldman Sachs-Heini auch noch, der wird dann eingesetzt und der ist dann plötzlich über Nacht neuer gewählter griechischer Ministerpräsident. Das nennt man normalerweise Putsch. Ja, und es ist einfach auch noch schlimmer, weil dieser Herr, Entschuldigung, mir kommt jetzt der gerade Name, ist egal, der von, er war früher der Zentralbankchef von Griechenland. Papademos, ja, und er nannte sich dann später Papademos, ja. Und er war 2000 der Zentralbankchef und hat damals schon mit Hilfe von Goldman Sachs es geschafft, die Schulden so zu verstecken, ja, die griechischen Schulden so zu verstecken, dass sie überhaupt in den Euro durften, ja. Und damit fing überhaupt dieses Schuldendrama an, weil da wurden ja Swaps, also Derivate genutzt sozusagen, um Schulden zu verstecken. Nur die kommen als das X-fache dann immer acht Jahre später hoch. Es ist kein Wunder, dass Griechenland später so verschuldet war. Ja. Und dieser Herr, der eigentlich für diese Tricks verantwortlich war, ja, der auch für die Verschuldung verantwortlich war, der wird vom Europarat dann als Retter eingesetzt 2011, ja, im November 2011. Der sollte dann Griechenland retten. Also, ist man einfach völlig sprachlos. Ja? Man hat eine zuverlässige Figur des Systems dorthin gesetzt, damit natürlich da ja nichts passieren kann. Jetzt hast du ja, als das ganze Griechenland-Thema hochkochte, immer wieder in so richtungsweisen Zeitungen wie der Bild-Zeitung, aber eben auch in den sogenannten seriösen Mainstream-Medien nachlesen können, die Griechen haben komplett über ihre Verhältnisse gelebt. Die können mit Geld nicht umgehen, das ist alles ganz furchtbar. Die haben einen Haufen Schulden. Haben die über ihre Verhältnisse gelebt? Ist da überhaupt irgendwas dran an dieser also hier sehr präsig vorgetragenen Vorurteilsmeinung? Naja, erstmal ist halt der Begriff die Griechen einfach da falsch, weil halt als 2000 bestimmte Kräfte darauf gedrängt haben, das war übrigens auch Herr Schröder, der darauf gedrängt hat, dass Griechenland in den Europa, in den Euro kommt. Und da wussten alle eigentlich, der Eurostat, die Statistikbehörde von der EU, hat immer wieder darauf hingewiesen, dass da Illegales passiert mit Hilfe von Griechen, mit Swaps, ja, also dass die Schulden versteckt werden. Das hat man nicht wissen wollen. Ja, warum? Weil nämlich seitdem Griechenland den Euro hat, deutsche Konzerne, aber auch französische, besser verkaufen konnten, ihre Produkte in Griechenland. Und da ist viel mit Korruption gelaufen. Und nicht nur, dass damals Schulden versteckt wurden, die als das X-fache hochkamen, sondern man hat dann ja auch die Olympischen Spiele gemacht, man hat Waffen gekauft, alles auf Pump. Ja. Und natürlich war Griechenland verschuldet. Nur die Griechen haben davon ja gar nichts mitbekommen. Die haben ja nie entschieden. Das ist geheim zwischen dem Herrn Papademos und Goldman Sachs abgemacht worden. Herr Simitis, damals der Ministerpräsident, der wurde informiert und hat es abgenickt. Ja. Aber es ist geheim gewesen. Das haben die Griechen gar nicht gewusst. Und die haben auch nichts davon gehabt. Letztendlich haben sie auch gar nichts davon gehabt. Und dann kommt der nächste Punkt. Also das sagt ja auch sogar wie ein Professor Dr. Sinn, der eigentlich ein sehr Liberaler ist, lange Zeit Berater der deutschen Regierung. Der sagt, normalerweise hätte man einfach Griechenland pleite gehen lassen müssen. Ja? Die waren auch am Ende, wirklich, der Staat war am Ende. Ja? Und das pleite gehen lassen heißt schlichtweg,
dass die großen Banken, die dem Staat da Geld gegeben hatten, einfach hätten verzichten müssen auf einen Großteil dessen, was sie. Das ist bei jeder Insolvenz so, ja, bei jeder Staatsinsolvenz. Das hat es schon öfters gegeben, Russland und so weiter. Verschiedene, Argentinien. Alle ja, haben sie schon ja. Insolvenzen gemacht. Und da müssen dann die Kreditgeber auf einen Teil verzichten. Nur die wollten nicht verzichten. Die wollten einfach im Interesse ihres Klientels, der Reichen, nicht verzichten. Und dann musste. Letztendlich hatte, das kann man wirklich aus verschiedenen Quellen sagen, dass sogar eine Frau Merkel anfangs dafür war, dass Griechenland pleite geht. Ja? Nach Maastricht-Verträge hätte das so sein müssen. Aber sie wurde innerhalb eines Jahres richtig breit geklopft. Das sieht man hier in dem Film ganz gut, wer da alles bei ihr anrief, wer da antischambierte, damit ja diese Insolvenz nicht stattfindet. Übrigens, wenn die Insolvenz stattgefunden hätte, wäre Griechenland nie ein Problemkind gewesen. Die wären heute wieder bestens da. Wir müssten nie was dafür zahlen. Ja, es ist unglaublich. Aber das Ganze wurde halt nur gemacht, um die Reichen der Reichen, ihnen Verluste zu bescheren, um sie noch reicher zu machen. Ja. Und Griechenland hatte dadurch noch mehr Schulden. Also letztendlich durch die Rettungsaktion ist Griechenland nochmal mit 250 Milliarden mehr verschuldet worden. Ein absurdes Spiel, ein absurdes Spiel. Also das war die Frage, die mir vorhin, als du das angesprochen hast mit Papandreou, dass er unter Druck gesetzt wurde, wenn du nicht zurücktrittst, dann ist Griechenland morgen pleite. Da lag mir so auf der Zunge, ja und? Aber, ja, und? Die, ja, aber. Die Antwort hast du gegeben, ein Staatsbankrott ist gleichzeitig auch ein Schuldenschnitt und nicht die Vollkatastrophe. Natürlich, ja. Ja. Aber jetzt ist es halt das Problem, es wäre 2010 absolut top gewesen, wenn man Griechenland hätte pleite gehen lassen. Im Verhältnis zu jetzt hatten sie ja nur höchstens ein Viertel der Schulden, ja, damals. Und die wären dann auf 20% reduziert worden. Griechenland hätte wunderbare Perspektiven gehabt, also das Beispiel Island zeigt, die Ähnliches gemacht haben, was man da für eine ökonomische Perspektive hat. Ja? Aber jetzt ist ja Griechenland wirklich im Schuldengefängnis. Und jetzt stand ja wieder in dem letzten Poker stand ja wieder die Frage, ob der neue Regierungschef Tsipras mit seinem Finanzminister Varoufakis einfach sagt, nein, wir wollen euer Geld gar nicht. Wir machen Pleite. Und das Problem ist bloß, inzwischen ist die Situation ganz anders. Mit dem Memorandum hat man diese Schulden alle nicht mehr, früher waren es Schulden nach griechischem Recht, da hätte der griechische Staat sagen können, tschüss, ne? Also ihr kriegt nichts. Jetzt ist es alles nach englischem, nach luxemburgischem Recht. Das heißt, das ist völlig kreditgeberfreundlich. Von den Schulden kommt Griechenland nicht mehr los. Wenn die jetzt einfach die Insolvenz anmelden würden, die blieben auf ihren Schulden sitzen. Das ist das Problem. Ja? Und sie müssten immer noch die Schulden bedienen. Die sind in einem kompletten Schuldengefängnis. Das wurde Tsipras vorgeführt. Ja? Und deswegen hat er dann auch zugestimmt, okay, wir machen das Spiel weiter, ja, dieses böse Spiel. Aber sie kommen ja nie raus. Sie kommen nicht raus. Sie kommen nie raus, denn der kommt nicht raus. Eins ist ja völlig klar, das sind inzwischen Dimensionen, die ein Land wie Griechenland nie stemmen kann. Also die Kohle ist ohnehin weg, beziehungsweise ist bei denen, wohin sie ja auch gerettet werden sollte, nämlich bei den großen Banken. Ja, natürlich. Und insofern... wenn überhaupt nicht absehbar ist, dass es dort ein irgendwie geartetes Ende gibt. Wir werden die nächste, das werden wir relativ schnell erleben, ja, wenn andere Themen hier, es wird ja hier irgendwie regelmäßig irgendeine Sau durchs Dorf getrieben, wenn die Themen wieder mal abgefrühstückt sind und dann Griechenland wieder mal hochkocht, werden wir das wieder erleben, dass dann die nächste sogenannte Rettungsaktion stattfindet. Und die wird wieder stattfinden, weil nämlich Schäuble und Merkel, ja, die haben damals einen üblen Deal gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben gesagt, wir retten Griechenland, aber in Wahrheit haben sie
die Schulden, die vorher den Banken gehörten, das sind jetzt unsere Schulden, das sind deine, meine, hier die Kameraleute. Wir haben die Schulden den Banken abgekauft, die eigentlich nichts mehr wert waren. Und jetzt schuldet Griechenland uns das, also das Geld, uns Bürgern. Und ich meine halt, wenn die wirklich sagen, wir wollen einen Schuldenschnitt machen, Griechen, dann müssten wir auf Geld verzichten, nicht die Banken. Ein ganz übler Deal, Und da müsste Merkel zugeben, was sie damals gemacht hat, dass sie uns Bürgern Geld aufgebürgt hat, was man sowieso nie wieder zurückkommt. Und das ist einfach, ich glaube, das trauen die sich nicht, deswegen zahlen sie lieber immer weiter, immer weiter. Und das ist ein völliges Lügengebäude. Irgendwann wird es zusammenbrechen, aber dann gibt es keinen Schäuble mehr und keinen Merkel. Nee, die haben dann ausgesorgt, das ist sicherlich klar. Jetzt ist ja Griechenland nicht irgendein solitärer Problemfall. Du hast in deinem Film auf Spanien hingewiesen. Und wenn man dann noch mal ein bisschen weitergeht, ist ja auch Portugal und Frankreich sind ja alles andere als unproblematisch, was diesen Aspekt betrifft. Steht uns im Punkto Spanien als nächstes möglicherweise dasselbe Thema vor der Türe oder ins Haus? Also der Sozialabbau, all die Dinge, die ja in Griechenland stattfinden, finden ja in Spanien ganz genauso statt. Auch die Ausbeutung der Länder, was in Griechenland, wo jetzt, Inseln und alles Mögliche verkauft wird, privatisiert wird. Also es wird ja ausgelutscht, dieses Land, bis auf die letzte Drachme. Kann das in Spanien auch blühen? Naja, das blüht schon die ganze Zeit. Das blüht Spanien, das blüht Portugal, das blüht Irland die ganze Zeit. Diese Zwangsprivatisierung, die Ruinierung der Ruinierung der Sozialsysteme. Aber ich will noch mal kurz zurückgehen. Was all diesen Ländern gleich ist, dass die Länder gezwungen wurden zu dieser Rettungspolitik. Es hat kein Land freiwillig gemacht. Auch Spanien wurde letztendlich von den supranationalen Institutionen, IWF, Troika und so weiter, gezwungen, private Schulden zu übernehmen, genau wie Griechenland, und durch seine Bürger zu bezahlen letztendlich. Genauso in Irland, das waren fast hauptsächlich Kredite, die deutsche Banken nach Griechenland gegeben hatten. 63 Milliarden, die wären weg gewesen, hätte man nicht gerettet. Aber jetzt muss das irische Volk muss diese 63 Milliarden dadurch, dass die Krankenversicherung sozusagen auf Null gefahren wurde, durch verschiedene Sparmaßnahmen muss das über die Jahre finanziert werden. Das Interessante ist, dass ja dann immer Schäuble und auch Bildzeitungen und alle Medien, fast alle, sagen, aber ganz im Gegenteil zu Griechenland, in Spanien und in Irland, da hat das ja geklappt, mit dieser Politik. Die haben jetzt wieder Wirtschaftswachstum. Bloß das Problem ist, dieses Wirtschaftswachstum ist erstens höchst minimal, also 1,5% in Spanien wie in Irland. Aber was inzwischen mit der Bevölkerung passiert ist, das wird nicht erwähnt, dass in Spanien und in Irland es einfach keine Tarifverträge mehr zum Beispiel gibt, dass wenn ein Mensch Arbeit sucht, der muss das individuell mit dem Arbeitgeber abmachen und der kann beliebig irgendwas machen. Auch das mit dem Arbeits-, also mit dem Kündigungsschutz, wenn man einen festen Vertrag hat, was überhaupt ganze Seltenheit ist, dann ist Kündigungsschutz 2 Wochen. Und es ist so, dass viele Spanier jetzt für 3 Euro in der Stunde arbeiten.
ein Wahnsinn. Ich könnte, also Spanien, nur um das Beispiel zu nehmen, die hatten das beste Gesundheitssystem in ganz Europa, das sagen alle Experten. Das wurde von der Mehrwertsteuer finanziert, im Gegensatz zu Deutschland, über Versicherungsbeiträge. Dadurch hatten alle Menschen, die in Spanien leben, Anspruch, alle zahlen ja Steuern, hatten Anspruch darauf. Es gab in jedem Ort oder Stadtteil gibt es eine Gesundheitsstation, wo 6, 7 Ärzte zusammenarbeiten. Gute Leute, die aus verschiedenen Fachrichten sind, wo man hingeht. Das sind Angestellte, nicht wie hier Private. Dadurch viel günstiger. Genauso geht es dann mit Fachkliniken und den Kliniken drüber. Ja. Ein staatliches System, was Spitzenleistungen hervorgebracht hat, was fast nur die Hälfte kostete als das, was es hier kostet. Und man muss dazu sagen, Spanien hatte bis letztes Jahr die höchste Lebenserwartung. Also die Spanier hatten die höchsten Lebenserwartungen in ganz Europa, dank dieses Gesundheitssystems. Und was macht man? Dieses System wird auf Druck der Troika abgeschafft und wird transformiert in das System, was wir haben. Es wird mit Versicherungen finanziert, die Gesundheitsstationen, die Kliniken werden privatisiert, was sie natürlich viel teurer macht. Alles macht es viel teurer. Ja. Ein Wahnsinn, ja. Auch die Schulen werden privatisiert. Ja, über die Hälfte der Schulen sind inzwischen privat. Oh, ich höre auf. Die Spanier wissen, was da passiert ist. Ja, deswegen, naja. Also insofern ist da nicht nur nichts geschafft oder gelöst worden, sondern die Dinge, die im Augenblick noch zugekleistert sind. Und wenn man dann einen Schritt runter geht und sich das ansieht, geht das alles auf den Rücken der Bevölkerung, natürlich, und den Rücken der Menschen. Ja. Und dass die Schuldensituation dieses Landes so ist, dass die aus dem Schneider sind, da kann man auch, da sind das die weit von weg. Ja. Also da wird im Zweifelsfall das Nächste, und das ist ja dann eine ganz andere Dimension. Wir reden bei Griechenland über mehrere hundert Milliarden. Bei Spanien, wenn das mal fliegen geht, sind wir im Billionenbereich ganz schnell. Und man weiß dann wirklich nicht, wo das Geld noch herkommt. Ja, man muss sagen, aber auch in ganz Europa ist einfach die Situation durch die Rettungspolitik, aber nicht nur das, durch die wirtschaftlichen Folgen davon, ist die Staatsverschuldung in Europa, aber in der Welt praktisch verdoppelt worden. Ja? Und das heißt, auch die privaten Schulden, aber jetzt nehmen wir mal die Staatsverschuldung, also dass jetzt zum Beispiel Frankreich, wenn man die Schulden im Verhältnis zum Bruttosozialinlandsprodukt betrachtet, ist in der Situation wie Griechenland, als es sozusagen am Abgrund war offiziell. Ja. Auch Italien ist weit drüber mit der Verschuldung. Ja. Wir können sagen, die Verschuldung, die wächst, das ist Wahnsinn. Und es wird, wohin das geht, ja, okay. Du hattest gesagt, ein Punkt, der auch in deinem Film angesprochen wird, die Staaten haben das nicht freiwillig gemacht. Es gibt ein sehr ehrliches Zitat von Oscar Lafontaine, der beschreibt, als er wieder eine Regulation des Finanzmarktes überlegt hatte oder auf den Weg bringen wollte, dass er da einen Anruf des amerikanischen Finanzministers bekommen hat. Ja, der war sogar in Washington. Und oder so, ja. Ja, und hat da mit dem Staatssekretär von Rubin, aber die sind jetzt wie zwei Zwillinge, Rubin und Larry Summers. Ja. Ja, also Larry Summers ist heute auch noch der wichtigste Berater von Obama übrigens, ja, und Rubin auch. Und hat mit dem gesprochen und versucht, ihn zu überzeugen, sehr naiv, doch das Finanzkapital wieder zu regulieren. Und da hat man ihm geantwortet, Herr Larry Summers, ja, glaubst du denn, wir könnten etwas machen gegen das Finanzkapital, was den Wahlkampf unseres Präsidenten finanziert hat? Ja? Also ich meine, das war schon damals so, also 2000, ja, also 99, 2000. Inzwischen ist alles noch viel, viel schärfer. Ja. Ja, ja, ja. Man sollte nur auf unserer Webseite, wer rettet wen,
kann man das ein Interview mit Herrn Varoufakis, der diesen ganzen Kampf als Finanzminister gemacht hat, wie er immer mit dem Finanzminister da zusammensaß. Ein nicht wirkliches Erlebnis, das ist hochinteressant zu lesen. Ja. Es ist nur dann auch da nochmal, also da wurde mir das nochmal so wirklich klar, als ich dieses Statement da von Lafontaine gehört habe, dass wir wirklich oder die Politiker es wirklich zugelassen oder geschafft haben, wie auch immer, dass wir im Prinzip in einer Art Finanzdiktatur leben. Dass also der Souverän, dass die Wähler keinerlei Bedeutung und keinerlei Einfluss mehr auf das haben, was da wirklich stattfindet, sondern dass das Ganze eben von nicht gewählten, nicht demokratisch gewählten, überhaupt nicht gewählten Institutionen des großen Geldes gesteuert und umgesetzt wird. Und da ist der Ausweg, manchmal ist es wirklich zum Verzweifeln, der Ausweg ist schwierig, um es mal zurückhaltend zu sagen. Also es setzt wir haben es in Griechenland gesehen, setzt eine Politik voraus, die erstmal den unabänderlichen Willen hat, das zu ändern. Und selbst die, und obwohl das Volk der Souverän, die haben sich ja dann mit einer Volksabstimmung, hat sich die griechische Regierung ja die Rückendeckung geholt, völlig für die Katz. Völlig für die Katz, ja. Ich möchte nur noch mal, vielleicht kurz zurück zu Lafontaine. Er hat ja auch schon diesen schönen Satz gesagt, auf dem Weltwirtschaftsforum hatte damals, das war ja auch 1999, als es alles das anfing, da hat dann der Herr Tietmeyer, der damals der Bundesbankpräsident war, der hat dann vor der versammelten Politikerschar, hat er gesagt, und durch diese Deregulierung, die da gemacht wurde, habt ihr Politiker alle nichts mehr zu sagen, ja? Wir sind jetzt diejenigen, die die Politik, die Wirtschaftspolitik dominieren, und da haben ihm alle Politiker geklatscht. Die Politiker, die sind sehenden Auges in die Kastration gegangen. Ja. Und heutzutage, ich meine, als hier die Rettung stattfand in Deutschland, da hat ja dann Frau Merkel immer Herrn Ackermann, den Chef von der Deutschen Bank, ins Kabinett geholt, damit er sagt, was da zu machen ist. Ja? Ja. Also offensichtlich geht es gar nicht mehr. Ja? Und was der Ausweg ist, der ist wirklich, wirklich schwierig. Obwohl, ich denke... Geh doch mal, weil das fand ich die irgendwie ermutigendsten Stellen in dem Film, Beispiel Island. Hm. Die haben das gelöst. Ja, Island hat halt etwas gemacht, was nicht ideologische, aber auch mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ökonomen schon lange gesagt haben, in so einer Krise darf nicht gerettet werden, wenn man nicht die Marktwirtschaft ad absurdum führt. Ja? Und das geht wunderbar, hat Herr Stieglitz vorgerechnet, das hat auch Herr Bilder vorgerechnet, der immerhin der CEO der größten, der HBSC war, ja. Und das ist alles durchgerechnet. Man kann halt einfach, bei der Deutschen Bank ist es am besten zu erklären, die haben im letzten Jahr, haben sie einfach veröffentlicht selbst, dass nur 4% ihres Umsatzes wird mit Realwirtschaft gemacht, 96% der Rest sind Wetten. Ja, das sind Wetten, Vermögensverwaltung, letztlich Derivate. Nach dem, was Stieglitz oder Bilder sagt, ist es an der Krise simpel so, dass man die 96% einfach in die Insolvenz führt. Ja. Ja. Und das hat mit der Realwirtschaft nichts zu tun. Man macht neue Banken mit den 4% oder man übernimmt als Staat die Bank und die sichert dann alle Kredite, die jeder normale Bürger hat, die Betriebe hier in dem Land haben, alles, was man der Realwirtschaft wird. Und das ist der isländische Weg. Und genau das hat man in Island gemacht. Genau. Man hat einfach, bei denen war es ja, die haben ja die schlimmsten Schuldenberg im Verhältnis zum Inlandsprodukt in der Welt gehabt. Ja. Und die haben einfach
die Schulden in die Insolvenz geschickt, ja, mit den entsprechenden Banken, haben neue Banken gegründet und haben den Teil, der mit der Realwirtschaft zu tun, in die neuen Banken überführt. Und die haben gleichzeitig haben sie dann ganz das Gegenteil gemacht wie hier, haben sie die Sozialsysteme gestärkt, sie haben die Arbeitslosen, haben sie mit einem Programm überall eingestellt für soziale Sachen. Man hat dafür gesorgt, dass auch die privaten Leute, die sich verschuldet hatten, die privaten Leute, die sich verschuldet haben, das ist ja in der Krise immer das Tragische, die haben ein Haus gekauft und ja. in der Krise ist das Haus dann plötzlich fast nichts mehr wert, aber die Schulden, die sind so riesig, ja, und dann durften alle Leute mit solchen Schulden durften ihre Schulden abschreiben auf den momentanen Marktwert des Hauses, was eine wahnsinnige Erleichterung ist. Auch alle Firmen haben sie dafür gesorgt. Man hat dafür gesorgt, dass die Leute, dass die die Krankenversicherung gestärkt wird und alles. Genau das Gegenteil. Und die haben seitdem Wirtschaftswachstum 5, 6, 8% von dem wir hier träumen. Das ist wunderbar. Nur man muss dazu sagen, die haben es richtig gemacht. Die haben es einfach richtig gemacht. Ja. Und sie haben diejenigen, die in Anführungsstrichen verantwortlich waren, die haben sie auch zur Abwechslung mal nicht mit Boni und noch tolleren Gehältern, sondern sie haben sie zur Verantwortung gezogen. Ja, ja, also Island ist das einzige Land, was wirklich gegen Banker und Täter auf dem Gebiet vorgegangen ist. Ja, die haben viel Geld in die Hand genommen, ja. Haben eine Finanzstaatsanwaltschaft. Eigene Kommission, genau, Finanzstaatsanwaltschaft. Haben sie etabliert, ja. Und die sind immer noch dabei. Ja? Ja. Kürzlich einen ganzen Vorstand von der Bank komplett ins Gefängnis gesetzt. Ja, ja, ja. Ja. Das ist großartig. Man muss aber dazu sagen, Island hätte das nicht machen können, wenn sie Mitglied im Euroraum gewesen wären. Dann hätte man ihnen das nicht erlaubt. Ich meine, natürlich hat auch in Island ist das nur erfolgt, weil das Volk aufgestanden ist. Ein halbes Jahr. Die haben ja die Parlamentarier nicht mehr rausgelassen, bis da Neuwahlen waren. Und die haben dann das Richtige gemacht, die Neugewählten. Aber in Griechenland hat man auch Aufstände gemacht, aber die wurden brutal zusammengeschlagen. Ja. Und man hat sogar dann, wenn dann die Oberen das Richtige machen wollten, sie abgesetzt, ja, und die Parlamentarier unterschreiben lassen. Du hast jetzt mit einem Nebensatz, hast du eine Bedingung die, oder eine Situation, die bei Island anders ist als bei Griechenland angesprochen, die ja dann logischerweise dazu führt, wenn man jetzt aus griechischer Seite sagt, wir wollen diesen Schritt auch gehen, wäre dann der nötige erste Schritt, aus dem Euro rauszugehen. Also sich aus diesem Verbund zu lösen und sagen, wir müssen das alleine schaffen, helfen wird uns keiner, die Rettung macht uns tot, die bringt uns im Prinzip um und zerstört das Land. Also müssen wir aus diesem ganzen System raus und dann den isländischen Weg gehen. Ja, allerdings ist es tatsächlich so, nur auch die Griechen, die jetzt da diese Syriza gewählt haben, die waren noch nicht so weit mit der Erkenntnis. Das muss man ganz klar sagen. So ein Finanzminister wie Varoufakis, der war am Anfang auch nicht so weit, aber dann am Ende, da war er so weit, ja, dass er das kapiert hatte. Tatsächlich, ich denke, und das denken auch ernsthafte Ökonomen so, wir könnten da genauer drauf eingehen, es gibt keine Lösung für Griechenland, außer sie treten aus dem Euro raus. Ja. Und sie müssen auch Insolvenz anmelden, der Staat. Und es muss eine Währungsreform geben. Ja. Ohne das wird es nicht geben. Und dann müssen sie mit den demokratischen Ländern der Welt, aber das ist fast ähnlich wie Argentinien, als Bündnispartner dafür kämpfen, dass sie die Schulden loskriegen. Ja, ne? Ja. Weil sonst sind sie ewig und immer im Schuldengefängnis. Ne? Der Stiglitz, der sagte ja, ne, das hat man im 19. Jahrhundert ja so gemacht, dass man die Verschuldeten ins Gefängnis gesteckt hat.
Das hat zu nichts geführt, ja. Und das ist die größte Dummheit gewesen. Aber es sieht so aus, als wollte man dahin zurück zum 19. Jahrhundert. Nur, dass man er meint, Staaten jetzt. In Guantanamo seien noch Plätze frei, da sollten wir doch die ganzen Griechen dahin verfrachten, ne? Meinte er zynisch. Ja, ja. Ja. Eine in der Tat verfahrene Situation, aber umso wertvoller das, was du mit Film und oder ihr gemeinsam mit Film und mit Buch auf den Markt gebracht habt, einfach um mal hier hinter die Kulissen zu gucken mit, also es ist eine renommierte Crew von Statement-Partnern, die du hast gewinnen können, die wirklich zum Aufwachen und Aufwecken dienen. Ein ganz, ganz wichtiger Film und dafür, wie auch schon die alten Filme von dir, die sich ja mit dem Thema Privatisierung in besonderer Weise beim Wasserthema beispielsweise befasst haben, wieder ein ganz wichtiger Film und dafür ganz herzliches Dankeschön. Ja, ich danke, dass wir das ich hier vorstellen konnte und will noch sagen, also der Film läuft fast überall jede Woche mindestens 3-4 Mal irgendwo im Kino. Man kann ihn auch bestellen auf der Seite Wer rettet wen. Es gibt auch ein Buch dazu. Wir haben ein Buch dazu geschrieben, weil natürlich so einem Film können alle Themen nur ansatzweise angerissen werden, obwohl man ja doch, wenn man es 2-3 Mal guckt, schon einiges versteht. Aber hier kann man nachschauen. Hier wird jedes Thema auch mit Fakten und auch ausführlichen Interviews, die wir gemacht haben, noch mal genauer nachgegangen. Das kann man auch auf der Webseite bestellen. Ja, ich denke, wir können damit einige Aufklärungsarbeit machen und hoffen, dass in der nächsten Krise nicht wieder dieselben Fehler gemacht werden. Aber solange dieselben Politiker die Macht, dran sind, wird es schwierig. Ja. Okay. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.wer-rettet-wen.org oder wer auf die Hauptseite der Filmproduktion www.kernfilm.de gehen will, seien beide Seiten empfohlen. Wie gesagt, den Film oder das Buch kann man dort direkt bestellen, aber ich weise auch auf die anderen Filme hin, die sich mit letztendlich einer vergleichbaren Thematik befassen und wertvolle Beiträge zur Aufklärung sind. Und dann, um den aktuell heute besprochenen Film nochmal direkt anzusprechen, wer rettet wem? Die Krise, hatten wir gesagt, als Geschäftsmodell auf Kosten von Demokratie und sozialer Sicherheit. Und das Buch in der vertiefenden Form, wie es Herr Dolor schon gerade gesagt hat, ebenfalls Wer rettet wen? Die Krise als Geschäftsmodell, das Buch zum Film, Analysen, Interviews und Alternativen. Und in diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.